Hallo ihr Lieben, hier ist der Andreas von az-fotos.de. Heute stelle ich euch meine 10 liebsten deutschsprachigen Fotografiekanäle vor. Erst wollte ich eigentlich meine Lieblingskanäle machen, da sind aber auch viele englischsprachige dabei, also eigentlich der Großteil ist englischsprachig. Und da habe ich mir gedacht, das bringt halt nicht viel für Leute, die nicht Englisch sprechen, wenn ich jetzt dann mixe. Deshalb habe ich mich entschieden, ich mache 2 so Filme. Ich mache einen mit den deutschsprachigen und später dann noch einen mit den englischsprachigen Filmen. Aber langer Rede, kurzer Sinn, vereinfach an. Ja, den Kanal möchte ich euch eigentlich nicht vorstellen, dass mein eigener, den müsst ihr erkennen, sonst hätte der mein Video gar nicht aufgerufen. Oder den kennt er ja, weil er jetzt das Video aufgerufen hat schon. Ich bin auch noch nicht lange dabei. Ich bin Hobbyfotograf aus Köln. Und habe sehr viel Zeit investiert im letzten Jahr und habe mir sehr viel hier auf YouTube aneignen können. Das ist eine hervorragende Quelle für Informationen zu vielen verschiedenen Themen, aber auch und vor allem für Fotografie und Film. So, fangen wir an. Ich habe die einfach alphabetisch in eine alphabetische Reihenfolge gebracht, weil ich möchte da nicht werten und sagen, hey, das ist jetzt Platz 10 und das ist Platz 1 dann oder so. Also einfach alphabetisch gehen wir jetzt die 10 Kanäle durch. Den ersten, den ich euch vorstelle, ist der Alexander Heinrichs aus Aschaffenburg, ein Profifotograf, der schon eine ganze Reihe von Videos hier eingestellt hat und klasse Arbeit macht. Also ihr seht das ja schon an den Fotos, die hier als Thumbnails von den Videos vorhanden sind. Spitze, auf jeden Fall mal reinschauen. Das letzte Video, was er jetzt rausgebracht hat, zeigt, wie man mit Blitz, Wasserstrahl und Wasserstrahl komplett einfrieren kann, die Wassertropfen. Fand ich fantastisch halt. Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ja, könnt ihr mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren. Hier auch nochmal seine Website. So, der nächste ist der Benjamin Jaworskyj. An dem kommt man nicht vorbei. Das ist der Shootingstar der deutschen YouTube-Fotografie-Szene schlechthin. Sehr jugendlicher Kanal, oft Berliner Schnauze. Also wirklich super gemacht halt. Seine Arbeiten sind auch klasse und er macht sowohl Techniktipps als auch Shooting-Tipps. Aber ich denke mal, den Ben brauche ich im Prinzip wahrscheinlich keinem von euch, den werdet ihr wahrscheinlich alle schon kennen. So, hier ist eine neue Website. Die sah vor einiger Zeit noch etwas anders aus. Ich weiß nicht, ob das Squarespace ist, was er da benutzt. Naja, könnt ihr euch ja mal angucken. Blende 8, der Fotopodcast von Galileo Press. Also die Jungs sind fantastisch. Da machen abwechselnd verschiedene Profifotografen YouTube-Videos, Technik, Shootings. Wirklich super Sachen halt. Ganz viele Do-it-yourself-Videos gibt es auch für einen schmalen Geldbeutel, Tipps. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen halt. Wo sind wir? Da, Blende 8, der Fotopostcast von Galileo Press. Weiter geht's mit Calvin Hollywood, der wahrscheinlich erfolgreichste und beste Photoshop-Künstler hier bei uns in Deutschland. Also wenn ihr auf Realität steht oder realitätsnahe Fotos, dann ist der Calvin nicht euer Mann. Aber wenn ihr auf so richtig abgefahrene Sachen steht, dann ist der Calvin auf jeden Fall euer Mann. Oder wie sagt der Amerikaner oder Engländer so gerne, if you want reality, take the bus. Also Calvin macht wahnsinnige Sachen und ist super, was Retouching und Photoshop angeht. Wenn das euer Interesse ist, dann auf jeden Fall abonnieren und Calvin gucken. Fotografieren lernen mit Markusfotos.de. Auch ein Fotograf hier aus meiner Heimatstadt Köln, der sehr gute, sachliche Informationen liefert. Klar strukturiert und auf jeden Fall weiß, wovon er spricht. Unbedingt mal reinschauen. Hier auch kurz seine Website. Da ist der Markus. Gigafoto.de wollte ich euch vorstellen, ist ein ganz neuer Kanal. Die gibt es, glaube ich, erst seit 3 Wochen jetzt. Und da ist der Ben wieder dabei. Der Benjamin Jaworskyj. Ja, sage ich das eigentlich richtig? Jaworskyj. Entschuldigung, Ben. Jaworskyj. Von Gigafoto. Also Giga.de kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Die machen viel Technikvideos, Software-Reviews, Handy-Reviews und das ist jetzt quasi ein Spartenkanal von Giga, der halt Gigafoto heißt. Also was die bisher geliefert haben, zeigt halt, dass das alles sehr professionell gemacht wird, auch auf ein jugendliches Publikum wieder zugeschnitten ist und ich denke mal, da können wir noch einiges erwarten. Bin mal gespannt. Viel Erfolg, Jungs. Hier ist auch die Website. Kurz. Krolop und Gerst. Ein Fotograf, ich glaube ebenfalls hier aus meiner Heimatstadt Köln, ne? Ja, richtig. Der Blog ist leider gerade im Umbau, kann ich euch also nicht viel zeigen. Super informativ auch. Also ich sag im Prinzip immer das Gleiche, aber was soll ich sagen? Ich meine, das sind halt die 10 Kanäle, die mir am besten gefallen. Der Martin erklärt Spitze und es ist halt immer schon recht, sagen wir mal, nicht Anfänger, sondern fortgeschrittenen Level. So, weiter. Der Pavel Kaplun, den habe ich für mich erst kürzlich entdeckt. Kannte ich vorher nicht. Gucke ich jetzt vielleicht seit 1-2 Monaten. Habe mir aber schon einige Sachen seitdem von ihm angeguckt. Und die sind, glaube ich, aus Hannover, wenn ich mich nicht irre. Ja, richtig. Der Pavel hat eine echt lockere Art. Also ihr müsst euch mal ein paar Videos von ihm angucken. Ich finde das halt sehr charmant immer, was er macht. Und er zeigt auch schon mal, dass man Fehler machen kann und wie man es dann besser macht. Und also es ist auf jeden Fall sehenswert. Habe ich direkt relativ lieb gewonnen, den Kanal. ValueTechTV, die sind, glaube ich, auch relativ neu, wenn ich mich nicht irre. Ja, schon einiges gemacht. Die haben schon einiges gemacht. Ja, ValueTechTV, eigentlich wollen die sich selber nicht nur auf Fotografie beschränken, haben aber bisher hauptsächlich fotografiebezogene Reviews gemacht. Also das, die machen weniger jetzt Techniktipps, als vielmehr Reviews zu Zubehör, Kameras. Und lohnt sich auf jeden Fall anzugucken, machen die echt toll. Das letzte Video, wo der, ich komme jetzt nicht auf den Namen, da muss ich nachgucken, sorry. Ich glaube, der was sonst immer macht, ist der Matthias. Genau, der macht sonst die Reviews und jetzt hat halt neulich der Philipp Drulson, hat halt auch ein Video gemacht. Das fand ich zum Schießen. Zum Schluss die Outtakes, die halt am Ende des Videos sind. Müsst ihr euch mal angucken. Wäre lustig. So, und zum Schluss der Kanal Vitografie von Vitali Brickmann. Der Vitali hat noch nicht so sehr viele Videos gemacht, aber ich finde einfach klasse, was er gemacht hat bisher. Seine Art, das zu beschreiben, zu erklären. Er hat überhaupt eine sehr lockere Art. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Vitali weitermacht und wir von dem noch viel zu sehen bekommen. Ja, und das war im Prinzip schon meine Liste. Ich hoffe, dass dem einen oder anderen der ein oder andere Kanal gefällt und ihr dann auch viele Informationen für euch bekommt. Wenn ich Kanäle vergessen habe, die ich unbedingt sehen sollte, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare, da würde ich mich echt freuen. ja, demnächst gibt es halt das gleiche mit englischsprachigen Kanälen. Vielleicht seid ihr dann ja auch wieder dabei. Bis dahin sage ich ciao, der Andreas von az-fotos.de.